Im Theater Kleines Haus in Delmenhorst gab es einen Abschied, der vielen besonders schwer fiel. Das Marinemusikchor Nordsee aus Wilhelmshaven wird im kommenden Jahr aufgelöst. Ja, also im Rahmen der Umstrukturierung der Bundeswehr werden auch einige Musikchors der Bundeswehr aufgelöst. Natürlich geht die Umstrukturierung auch an der Militärmusik nicht spurlos vorbei. Und da sind wir leider mit betroffen. Daher ist das heutige Konzert nach vielen, die wir hier schon gemacht haben, leider das letzte. Viele Zuschauer oder eher Zuhörer nutzten die letzte Gelegenheit, um sich vom Programm des Orchesters verzaubern zu lassen und waren begeistert. Ich finde, dass die Musik sehr vielfältig ist, dass sie sehr melodiös ist, dass sie von Osten was bringt, von Westen was bringt, also sehr abwechslungsreich und melodiös. Wir sind nicht zum ersten Mal hier und wir sind mal wieder ganz angetan davon. Und besonders schön ist das Temperament. Also ich kann nur sagen, einfach klasse. Dennoch stand das letzte Wohltätigkeitskonzert des Militärorchesters Nordsee in Delmenhorst im Zeichen eines Abschieds. Und der fiel auch Oberbürgermeister Patrick de la Land schwer. Ja, natürlich sind wir alle sehr traurig, dass das aufgelöst wird, weil ja auch eine emotionale Verbindung eingetreten ist. Wir haben seit 10 Jahren hier diese Konzerte, Wohltätigkeitskonzerte. Die Bundeswehr, Marinemusikchor haben viel, viel Gutes für unsere Stadt getan. Deshalb sind wir natürlich alle zu Recht sehr traurig. Nach der Auflösung des Musikchors in Wilhelmshaven werden die Musiker auf verschiedene andere Chors verteilt. Fans der Militärorchester müssen sich um den Fortbestand also keine Sorgen machen. Ja, selbstverständlich wird es in Deutschland noch Militärorchester geben. Es werden im Rahmen der Auflösung 5 Musikchors aufgelöst, aber es verbleiben immer noch 13 Musikchors, die für die Bevölkerung spielen werden, Konzerte geben werden, aber natürlich auch in erster Linie für die Bundeswehr, die zeremonielle, die dort zu bespielen sind, auch musikalisch gestalten. Und dann wird es bestimmt auch wieder ein Konzert in Delmenhorst geben, auch wenn die Musiker dann nicht aus Wilhelmshaven anreisen werden und einigen der maritime Charme fehlen wird.